Vor knapp 100 Jahren, 1924, hat man hier im Neufeld, wo dann noch ein unüberbautes Feld war, das erste Mal gebaut, nämlich das Stadion Neufeld. In den Jahrzehnten sind dann weitere sportliche Nutzungen dazugekommen und die wollen wir jetzt mit dem Bau von der neuen Schwimmhalle abrunden. Seit fast 8 Jahren engagiere ich mich als Gemeinderätin für die neue Halle und bin froh, dass jetzt endlich die Bagger auffahren konnten. Ich freue mich mit allen Wassersportlerinnen und Wassersportlern, dass wir 2023 hier im Neufeld endlich den Sprung ins Wasser wagen können.